Ein Bruder hat uns eine sehr starke politische Frage hier gestellt. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, sage ich jetzt mal so. Und zwar, wir werden hier explizit gefragt, was wir von der Bewegung von Fethullah Gülen halten. Also die Frage war eigentlich mehr auf die Bewegung Fethullah Gülen, also die Gülen-Bewegung, gestellt. Ich werde ein bisschen was versuchen über Fethullah Gülen mal zu sagen. Es gab am 15., also die Nacht von dem 15. auf den 16. Juli 2016 gab es in der Türkei einen Putschversuch von diesen Leuten. Und danach, also nach 2016, nach dem 15. Juli, wurde dieser Mann, also Fethullah Gülen, ja regelrecht verflucht. Also durch die Medien und durch die Zeitungen. Und diejenigen, die den Mann halt nicht verfluchen, bis heute nach diesem Putsch 2016, die wurden dann letztendlich als Vaterlandsverräter abgestempelt. Ich dachte, Vatan Haini und so. Paralleljappe. Und heute ist es eine Pflicht geworden in der Türkei, auf diesen Mann zu schimpfen, ihn auszugrenzen, weil es halt diesen Putschversuch von ihm und seiner Organisation, die sehr stark mit verwickelt war, von der Nacht von dem 15. auf den 16. Juli 2016 gab. Und wir haben als Plattform auch unsere Stellungnahme letztendlich zu der Zeit dazu gehalten. Aber die ist, glaube ich, bei den Leuten im Gedächtnis ein bisschen verschwunden. Was denken wir über Fethullah Gülen? Also, und Cemalettin Hoca hat vieles darüber erzählt. Und er hat damals schon gesagt, dass dieser Mann ein Agent ist. Und es ist wirklich so gewesen. Dieser Mann, also Fethullah Gülen, war jahrelang ein Agent gewesen. Er hat zuerst für den türkischen Geheimdienst gearbeitet, für das MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı. Er wurde Anfang in den 70ern, 1972, 73, 74, 75, 76, 78, berühmt in der Türkei, sehr stark berühmt in der Türkei, zum Beispiel mit seinen Izmir-Gesprächen. Die Gespräche kenne ich sehr, sehr gut. Ich habe sie mir damals auch rein informativmäßig angehört, obwohl ich ganz genau wusste, was dieser Typ für ein Verräter war. Wir haben damals den Tekfir auf Erdogan ausgesprochen, auf Erdogan sei ich schon, auf Fethullah Gülen ausgesprochen. Wir haben gesagt, dieser Mann ist ein Kafir. Wisst ihr, was die Leute zu uns gesagt haben? Was denkst du, was du bist? Das ist ein Hoca Efendi. Als diese Leute zu ihm Hoca Efendi gesagt haben, haben wir gesagt, dieser Mann ist ein Kafir, er ist ein Ungläubiger, er ist ein Agent des Geheimdienstes, er arbeitet sowohl für den Geheimdienst der Türkei, als auch für den Geheimdienst der CIA. Was haben die zu uns gesagt? Ja, ist das klar, dass ihr das sagt? Ihr sprecht sowieso den Tekfir auf solche Leute aus, für euch ist ja die ganze Welt Kuffar. Was ist passiert? Jahre sind vergangen. 20, 30 Jahre sind vergangen. Und heute kommen die Leute, die gesagt haben, Hoca Efendi, Zamangazetesi lesen, abonnieren und dies und das, sagen, oh, ich habe mit diesem Mann nichts zu tun, das ist ein Vaterlandsverräter. Jetzt ist es keine Kunst, gegen Fethullah Gülen zu reden. Deswegen sehe ich gar keinen Grund, gegen Fethullah Gülen zu reden. Wir haben sowieso den Tekfir schon vor Jahren ausgesprochen. In einer Zeit, wo jeder gegen Fethullah Gülen redet, mich jetzt auch nochmal interessiert, nochmal gegen ihn zu reden. Wir haben ihn sowieso aus dem Islam, der hat mit Islam nichts zu tun. Okay, der Putschversuch vom 15. 16. Juli 2016 hat das nochmal bekräftigt. Aber diese Bestätigung brauchten wir nicht, weil wir ganz genau schon wussten, was für ein Verräter dieser Typ ist. Und Kenan Evren hat am 12. September 1980 dieses Darbe, diesen Putsch gemacht und hat alle inhaftiert. Alle. Alle. Linksradikale, Rechtsradikale, Islamisten, Aleviten, alle hat inhaftiert. Gelehrten, Melehrten, alle haben inhaftiert. Das ist auch eins der Gründe, warum zum Beispiel Cemalettin Hoca dann suspendiert worden ist aus seinem Amt. Er kam dann nach Deutschland. 81 kam er nach Deutschland am 27. Dezember, so viel ich weiß, ganz genau. Und alle hatten was gegen Kenan Evren. Jeder normale Mensch ist gegen Kenan Evren. Das hat mit Islamismus nichts zu tun. Linksradikale und Rechtsradikale in Türkei, alle sind gegen Kenan Evren. Kenan Evren ist so ein Typ, er hat gesagt, davon gibt es Tonaufnahmen, er hat viele Leute exekutiert, aufgehangen. Er sagt zum Beispiel in einem seiner Gespräche, ich habe doch gleichgerecht aufgehangen. Ich habe 100 von den Rechten und 100 von den Linken aufgehangen.
damit das gleichgemäßig ist. Das ist ein Thema für sich. Fethullah Gülen sagt, derjenige, der gegen Kenan Evren etwas sagt, dem werde ich die Zunge abreißen. Kenan Evren dil uzatanın dilini yırtarım, sagt er. Weil er, dieser Kenan Evren, dieser Kemalist, der die anderen Kemalisten schon im Schatten stellt, dass der Vertreter des ganzen türkischen Volkes sei. Dieser Typ. Deswegen ist es der Menschen nicht geziemt, sagt Fethullah Gülen, der Kafir Fethullah Gülen, diesen Mann, Kenan Evren, zu kritisieren. Und wir sehen wirklich, dass dieser Typ, also Fethullah Gülen, sich in dem Staat komplett mit rein involviert hat. Einige sagen, Tayyip Erdoğan hätte Fethullah Gülen in den Staat rein involviert. Das stimmt nicht. Natürlich, Tayyip Erdoğan hat ihn bestimmte Zeit gebraucht, um Militärmacht bzw. um die Macht in der Türkei zu erlangen. Ja? Aber Tayyip Erdoğan war nicht derjenige gewesen, der Fethullah Gülen in den Staat eingeführt hat. Das war selbst der türkische Geheimdienst gewesen. Es gibt zig Bilder, wo Fethullah Gülen mit Turgut Özal zusammen ist. Einige sagen sogar, Turgut Özal wurde vergiftet von Fethullah Gülen. Und durch die Gülen-Bewegung. Und das lasse ich gar nicht mal so einer Komplotttheorie stehen. Wir sehen zum Beispiel, dass dieser Fethullah Gülen mit Süleyman Demirel ganz dicke Freunde sind. Und dass Yaşar Nuri Öztürk und viele Leute, die also Creme de la Creme in der Türkei sind, sage ich mal, sehr solidarisch, dauerhaft mit Fethullah Gülen gewesen waren. Vor der AKP, jahrelang vor der AKP. Und da müssen wir normalerweise merken, Fethullah Gülen ist viel mehr, als man sich vorstellen kann. Und das und wie gesagt, und das Krasse ist, wo die Leute damals Hoca Efendi gesagt haben, haben wir erklärt, was für ein Typ das ist. Weil wir gerade über Fethullah Gülen reden und weil das wirklich auch ein sehr interessantes Thema ist, möchte ich nochmal einige Sachen über ihn mal zeigen. Normalerweise ist das ein stundenlanger Vortrag wert. Hier zum Beispiel gibt es einige Zeitungsartikel. Hier sagt Fethullah Gülen, und das sagt er wirklich, Şefaatçi olacağım ilk kişi Ecevit'tir. Ich werde die Şefaat für Ecevit, also Ecevit ist der Typ, der damals Merve Kavakçı, diese Frau mit dem Kopftuch, die ins Parlament gegangen ist, wie gesagt, unsere Meinung wisst ihr, was parlamentmäßig betrifft, wo er sagt, schmeiß diese Frau hier raus, hier ist nicht ein Ort zum Auflehnen, weil Merve Kavakçı mit dem Kopftuch ins Parlament reingegangen ist. Du siehst die Wut von Ecevit in seinen Augen, in seinem Gesicht, den Hass gegenüber dem Islam und sagt, das türkische Parlament ist nicht der Ort, wo man sich auflehnt. Weil dort steht, die Gesetzgebung ist beim Volke. Was bist du, der sich auflehnt unter den Himmelsdach von Allah und sagst, wer bist du denn? Ja? Hier zum Beispiel gibt es von Fethullah Gülen ein Buch, ja, was in den 80er Jahren gedruckt worden ist. Ja? Das sind so Lachen, die sieht man gar nicht mehr so. Die haben wir damals immer wieder gezeigt, wo er sagt, um ins Paradies zu kommen, musst du nicht Mohammed Rasulullah sagen. Es reicht, wenn du La ilaha illallah sagst. Du musst nicht glauben, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Wenn du La ilaha illallah sagst, das reicht. Das steht in seinen Büchern hier drin geschrieben. Wir haben die Kopien hier. Hier, in einem anderen Dings, Gülen, er sagt, ben de laikim. Ich bin auch ein Laizist. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik yapısına bağlıyım, demokrasi ve cumhuriyeti benimsiyorum. Ich folge dem laizistischen System der türkischen Republik und ich bin Demokrat und befürworte die Republik, die Mustafa Kemal ausgerufen hat. Wie kann so ein Kafir den Islam präsentieren? Warum haben die Leute das nicht gesehen? Natürlich kann ich euch sagen, warum die Leute das nicht gesehen haben. Als er das vor Jahrzehnten gesagt hat, ja, dann hat er das gegen Allah gesagt. Und wenn in der Türkei was gegen die Scharia sagst, dann ist das den Leuten egal. Weil die wollen, die Türken in der Türkei, die wollen einfach, dass die Menschen konform leben. Heute kommt die türkische Regierung und sagt, ach, ihr wollt konform leben, hier könnt ihr mit Turban, es ist erlaubt, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Aber wo sind die Scharia-Gesetze Allahs? Die kommen ja nicht. Man kämpft ja für die Demokratie.
Und du siehst heute, dass der Kampf der Muslime damals in der Türkei, in Anführungsstrichen, für ihre eigene Freiheit gewesen war. Sie wollten einfach nur frei sein. Sie wollten mit dem Kopftuch leben. Sie wollten halt den Islam ein bisschen besser leben. Sie wollten mal zum Freitagsgebet gehen. Sie wollten mal hören, dass ihr Baschbakan Bismillahirrahmanirrahim sagt. Es ging gar nicht um die Gesetzgebung Allahs. Und heute ist das doch zustande gekommen. Heute leben wir in der Türkei wirklich frei. Alhamdulillah, sage ich. Es ist wirklich viel besser wie vorher. Und ich sage auch Alhamdulillah dazu. Bloß die Bewegung, der Kampf für die Scharia ist in der Türkei abgelaufen. Weil es ging gar nicht um die Gesetze Allahs, um das Wohlgefallen Allahs, es ging nur um ihren eigenen Wohlgefallen. Deswegen haben sie diese Aussagen von Fethullah Gülen überhaupt nicht beachtet, aber sie waren da gewesen. Zum Beispiel gibt es hier eine Aussage von Fethullah Gülen, die ist ja nicht nur in Schrift, die gibt es ja in seinen eigenen Worten, könnt ihr das hören. Fethullah Gülen sagt zum Beispiel, er berichtet über Leute, die im Gebet nach links und nach rechts gucken. Ne? Weißt du, wie er das beschreibt? Also eine schlimme Sache. Stimmt, im Gebet nach links und rechts gucken ist schlimm. Man soll nach vorne gucken. Jetzt sagt er, dieser Verräter sagt, Namaz kılarken sağa sola bakan insanlar. Die Leute, die im Gebet nach links und nach rechts gucken, Rabbimim namusa dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Ist so, als ob sie meine Herren vergewaltigen würden, aber sie vergewaltigen mich. Keşke o esnada tenasul uzuvlarını çıkarıp başıma işeseler. Würden sie doch lieber in diesem Augenblick ihre Geschlechtsorgane aus ihren Hosen raus und auf mich urinieren. Çok çirkin oldu. Das ist jetzt ein bisschen heftig geworden, sagt er. Aber o münasebetis kalkmaları o çirkin buluyorum. Aber diese Sache ist so eine schlimme Sache, wenn man Gebet nach links und nach rechts guckt. Sehr aber selber gibt es zig Aufnahmen, wo er im Gebet nach richtig provokativ nach links und nach rechts guckt. Solche Aussagen hat dieser Typ. Dann sagt er, Hilafet tartışmasını süper güçler çıkartıyor. Dieses Kalifat-Thema, die Aufrufung des Kalifats, versuchen halt die Supermächte an die Tagesordnung zu bringen. Und tatsächlich, er hat recht. Und wisst ihr, welche damals ein Kandidat für das Kalifat gewesen war, Anfang der 90er Jahre? Fethullah Gülen. Die CIA, die wollte wirklich Fethullah Gülen zum Kalifen erwählen. Wirklich jetzt. Und das sagen verschiedene Berichterstattungen. Eine davon zum Beispiel Kadir Müslüroğlu. Die CIA kam sogar zu Kadir Müslüroğlu, hat gesagt, wollen wir einen Kalifen wählen? Was hältst du von Fethullah Gülen? Wisst ihr, was er gesagt hat? Wenn ihr schon einen wählt, dann wählt einen aus der osmanischen Familie. Darüber können wir mal anders reden. Es geht heute nicht um Kadir Müslüroğlu, es geht nicht darum, aber es geht darum, dass er sehr stark in dieser Sache des CIA mit verwickelt war, dass sie ihn sogar als einen gefegten Kalifen einsetzen wollten. Warum? Damit sie die Muslime besser kontrollieren können. Ja? Zum Beispiel hier, die Freimaurerei. Er war ein ganz klarer Freimaurer, Fethullah Gülen. Davon gibt es sogar Berichterstattung, ja? Dass er für die Freimaurerei oder für... Dann gibt es zum Beispiel eine Sache von Fethullah Gülen, die ihn auch sehr stark ausmacht. Und das ist zum Beispiel am 17. April 2000 veröffentlicht worden. Er sagt zum Beispiel hier, ja, dass die Zeit gekommen ist, dass sich die Religionen vereinen. Ja? Der Dialog, ja, zwischen den Religionen. Jetzt würdet ihr sagen, oder würden wir sagen, ja natürlich, ein Dialog zwischen den Religionen ist ja was sehr, sehr Schönes. Leute, es gibt keinen Dialog zwischen den Religionen. Es gibt ein Zusammenleben mit den Religionen und im Islam gibt es eine Verkündung. Aber das Dialog, Dinler oder das Dialog, ist ein Spiel, eine Falle, die von der katholischen Kirche aus erfunden worden ist, um die Muslime von ihrem Glauben abzubringen. Und sie haben gesagt, das sind die abrahamitischen Religionen. Ja? Und wenn du die anguckst, ja, was sind denn die abrahamitischen Religionen? Judentum, Christentum, Islam, alle folgen Abraham. Chokgesell, was ist das Problem? Ja, lass uns doch alle über Abraham einigen. Ey, was ist mit Mohammed? In dem Thema Dinler oder das Dialog gibt es Mohammed nicht. Und das ist das Projekt, wo Fethullah Gülen mit drin ist, der mit den Papst das zusammen begonnen hat. Dinler arası Dialog. Wie gesagt, das Thema Dinler arası Dialog, der Dialog zwischen den Religionen, ist ein Unterricht für sich. Aber wir reden hier über Fethullah Gülen. Und wir sehen zum Beispiel hier dieses Bild, wo er mit dem Papst Johannes Paul damals geschossen hat. Wir sehen auch zum Beispiel in verschiedenen Videoaufnahmen, wie die Gülen-Bewegung damals schon
die Hände vom Papst küsst. Die Leute von Gülen küssen die Hände vom Papst. Und wenn ich euch erzählen würde, was für eine verlogene Politik diese Fethullah Gülen mit der katholischen Kirche zusammen in Bosnien heutzutage machen, dann würde es euch die Sprache verschlagen. Ja? Dann zum Beispiel hier, diese Sache wurde in Mardin gemacht. In Mardin haben sie die Dialog der Religion, haben sie zum Beispiel eine Brücke gebaut, symbolisch, und über diese Brücke sind Rabbiner gegangen, sind Bischöfe gegangen und sind in Anführungsstrichen Muslime gegangen. Und diese Brücke symbolisiert die Sirat-Brücke, die Brücke im jüngsten Gericht. Und was heißt diese Brücke? Diese Brücke heißt, dass Juden und Christen und Muslime, ja, ins Paradies kommen, heute, auch Juden und Christen. Warum? Weil er schon vor Jahren in seinem Buch gesagt hat, Mohammed muss nicht der gesandte Gott sein, das musst du nicht dran glauben, du kommst auch so ins Paradies. Und so hat dieser Mann, dieser Verräter, dieser Kafir, Fethullah Gülen, weltweit ein Netzwerk aufgebaut, Dünya-Imamlere, dass er die Welt ausrottet, beziehungsweise manipuliert mit seinen Schulen. Weltweit gewesen. Hier zum Beispiel noch im Jahre 2001, also 15 Jahre vor dem Putsch, sehen wir hier Gülen, CIA-Agent. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das sagen die 2001. Es gibt viele, viele Berichterstattungen über diesen Mann und ich könnte, wie gesagt, einen ganz langen Vortrag darüber halten. Aber was ich halt dazu sagen möchte ist, wir wussten schon vor Jahren, was für ein Typ das ist und seine Bewegung. Bleibt wirklich fern von diesen Leuten und obwohl wir wirklich auch Leute sind, die halt unsere Meinung auch zu AKP haben und auch sehr starke Haltung gegen sie haben, weil sie halt nicht mit den Scharia-Gesetzen Allahs regieren, ist unsere Haltung und vor allem meine persönliche Haltung gegen Fethullah Gülen und seine Terrororganisation und den Kemalismus 1000-mal härter als gegen diese Leute. Weil Leute, wenn diese Leute die Türkei regieren würden, Fethullah Gülen und seine Struktur, die sich schon damals in das Militär und in die Schulen eingefügt hat und in die Staatsanwälte, in die Richterabteilung eingefügt hat, wenn die heute regieren würden, dann könnten alle Muslime, alle Muwahhidun und alle, die überhaupt mit dem Islam sympathisieren in der Türkei, die Türen schließen.